erstmal sämtliche Lebensmittel streiche, die nicht benötigt werden, meiner Meinung nach, so dass der Fokus im Endeffekt nur auf Reis, Fleisch, Gemüse und ein wenig Obst liegt. Supplements verwende ich in dieser Zeit eigentlich gar nicht. Die ersten Wochen vielleicht noch mein Kreatin, das war es dann aber auch schon. Shakes, Proteinshakes in jeglicher Form streiche ich sofort. Das Würzverhalten oder der Salzkonsum wird nicht von Anfang an kontrolliert. Bis zum Näherrücken des Wettkampfs wird das Ganze dann aber auch schon wirklich genauer protokolliert, abgewogen und das Reis-Fleisch-Verhältnis dann immer in Anführungszeichen speziellen Verhältnis, was dann auch wöchentlich angepasst wird. Und Fisch auch. Fisch sowieso. Fisch ist eigentlich meine Haupteiweißquelle in der Welche Fischsorten könntest du empfehlen? Ach, da kann jeder essen, wie er lustig ist, denke ich. Ich lege meine Präferenzen meistens auf Tilapia als auf Victoria Seba und Pangasius. Ja, genau, Pangasius hast du erwähnt. Und eine ganz tolle Sache, Schrimps. Kreatin, meiner Meinung nach, das Supplement, in das man immer investieren sollte. Diese 20 Euro sind immer gut angelegt. Ich denke, besser als in jedem McDonalds-Besuch. Und 20 Euro aufgeteilt auf drei Monate. Aber wir gehen jetzt auch noch nach McDonalds ab und an. Wo sind ja aber nicht. Natürlich. Ja. Machst du dir eine Eiweißshake im Wasser oder mit Milch? Ich habe keine direkte Laktoseintoleranz, aber Milch per se vertrage ich nicht. Muss aber dazu sagen, dass ich Milchprodukte generell meide, weil ich von Milchprodukten allgemein nicht so viel halte. Das heißt, ich nehme in meiner Ernährung, sprich Off-Season als auch in der Vorbereitung sowieso nicht, gar keine Milchprodukte und bin einfach der Meinung, beziehungsweise der Überzeugung, dass ich mich dadurch gesünder, fitter und auch wohler fühle, indem ich das Ganze weglasse und damit auch Tag ein, Tag aus eine definitiv bessere Form wahren kann als noch zu alten Zeiten, wo ich Milchprodukte zu mir nahm. Und zur Frage zurück mit Shakes, die rühre ich in der Regel mit Wasser an. Einmal die Woche gönne ich mir was, in Anführungszeichen, und mische mir das Ganze mit Sojamilch an, ne? Was einfach ein bisschen besser schmeckt. Okay, nochmal zurück zum Bodybuilding selbst. Sprich, wer wären so deine persönlichen Idole im Leistungsbodybuilding? Du hattest ja gerade schon Ivan Cetopani angesprochen, den findest du, glaube ich, ganz gut. Da haben wir schon drüber geredet. Oh ja. Da siehst du, glaube ich, eine große Hoffnung drin für die nächsten Jahre auf vordere Plätze. Richtig. Ja. Und wer zählt denn dann noch so zu seinen Top-Favoriten, wo du sagen würdest, verdammt normal, da sind also wirklich Bodybuilder, da wird man sich in 50 Jahren noch dran erinnern? Ja, ich denke mal, dass Bodybuilding heute oder heutzutage oder die Bodybuilding-Praktizierenden kann man teilen heutzutage in zwei Lager. Die eher die sogenannten Massemonster bevorzugen oder halt eher den klassischen Bodybuilding-Typ, sprich Arnold Schwarzenegger, Sergio Oliveira, Franco Colombo, die ja eher zur klassischen Generation zählen, Frank Zane, Lou Ferrigno und dann natürlich auch die neue Riege bzw. die neue Ära an Bodybuildern, wobei da ein Mensch bzw. zwei Menschen das Ganze wahrscheinlich sehr geprägt haben. In den 90er Jahren angeführt das Ganze durch Dorian Yates und jetzt in den letzten Jahren angeführt das Ganze durch Ronnie Coleman. Übrigens meiner Meinung nach der Mensch, der auch in den nächsten Jahren erstmal unerreicht sein wird. Ein Mutant, wie er vom Herrn steht. Wie sagte schon King Kamali, der Typ ist nicht von diesem Planeten, womit er auch voll ins Schwarze trifft. Wobei ich persönlich die Körperstatur eines Dorian Yates, sprich diese granitharte Muskelmasse, bevorzuge und er damit auch mein auch noch heutiges Vorbild darstellt. Du hattest, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass du mal gerne dahin fahren würdest zum Training ins Temple Gym. Das ist so eine kleine Vision von dir oder ein Traum. Ja, steht das noch? Genau, also Vision trifft nicht ganz, Traum schon eher. Ich denke mal, jeder ambitionierte Bodybuilder, der aus der Region Deutschland kommt, sollte sich mal einen Flug gönnen nach Birmingham. Kostet nicht allzu viel heutzutage. Ich denke mal, dass
wird für mich in nächster Zeit auch der kleine Ausflug ins Mekka sein, das Temple Gym in Birmingham zu besuchen, dort ein paar Einheiten zu absolvieren, eventuell den Meister selbst zu treffen. Ja. Ja gut, ist natürlich auch so für unsere Zuhörer, das ist jetzt das erste Interview, wir starten halt eine Reihe, wir werden also den Armin noch öfters vor der Kamera bzw. Mikrofon holen, auch die anderen Speedforce-Athleten werden wir mal nach und nach interviewen, es ist ja doch eine gestiegene Anfrage da, dass die Leute bzw. Zuschauer, Foren-User mal nachfragen, Mensch, wie trainieren die denn so, was erzählen die so, was sind denn ihre ideale Ziele und Gedanken. Und das war jetzt halt hier aus dem Stegreif gemacht. Wir befinden uns in der Umkleide des Excalibur in Gelsenkirchen. Ist also nichts vorbereitet oder großartig geprobt. Wir sind auch beide keine gelernten Talkmaster oder Interview-Menschen, die das halt...